Maaßen bringt zunächst einmal die Bundesregierung in eine schwierige Lage, weil er konterkariert, was der Regierungssprecher und Bundeskanzlerin Merkel zu den Vorgängen in Chemnitz gesagt haben. Und er verwirrt mehr, als dass er aufklärt, eben auch, weil er keine Belege liefert. Und er sagt als Verfassungsschutzpräsident nichts dazu, dass dort Menschen den Hitlergruß gezeigt haben. Das alles lässt seine Äußerungen in dem Interview zumindest mal als voreilig erscheinen. Und auch die eilig nachgeschobene Pressemitteilung heute Abend verstärkt diesen Eindruck. Nun ist Maaßen, wie gesagt, ohnehin schon umstritten gewesen. Es wird jetzt sehr für ihn darauf ankommen, dass er den Parlamentariern in der kommenden Woche stichhaltige Belege liefern kann für das, was er da heute behauptet hat. Wenn nicht, hat Maaßen ein großes politisches Problem.